Hallo! Hallo! Hallo. Hey. Liebe Leute, was ist denn hier los? Micha! Micha! Ich glaube, mein Mikro ist sicher. Hier, die vier, ne? Die muss auch an. Hallo! Für die hallo. Haben wir auch bezahlt, für die vier? Hallo, liebe Leute. Für die haben wir auch bezahlt! Leute! Der Drachentöter himself, Michael Reinke! Come on! Nicht alleine. Oh, oh, oh. Geil. Aua. Aua. Ja, das ist das erste Live-Let's Play, was jemals gemacht wurde, würde ich behaupten, oder? Weltweit, europaweit. In der ganzen Galaxis. Und wir sind ein bisschen nervös. Ich habe schon ein paar Mana-Tränke drin. aber ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Kann man uns sehen? Wo ist der Sergeant? Ist der Sergeant da? Sergeant Schniedel, bist du da? Kennt ihr den Sergeant Schniedel schon? Wer kennt den Sergeant? Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, oder? Okay, jedes Mal, wenn wir hier den hier machen... Willst du das? Nein, wir können niemanden dazu animieren. Na klar. Nur der Sergeant kann das. Okay, jeder, der dem Sergeant nachhaben möchte, der macht bei dieser Bewegung... Warte, da! Ja! Bei dieser Bewegung leert er sein Glas, weil das machen wir ziemlich häufig und dabei seid ihr wahrscheinlich ziemlich gut am Start am Ende der Show. Fehlt ja noch was. Wo ist denn dieses komische Gerät? Das Gerät hier, die Frau? Guck mal, was ist denn hier los? Trixi! Ein Applaus für Trixi, bitte! Ja, ganz geil. Da kann man schon mal applaudieren, auf jeden Fall. Wo ist denn das andere Teil? Ich habe noch so einen Drücker hier, den da. Heute beim Trödeltrupp. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Okay, es funktioniert alles. Channel 9 musst du auch aufmachen. Genau, wollen wir kurz erklären, was wir eigentlich tun für die Leute, die es noch nie gesehen haben? Oder? Michael Reinke! Michael Krogmann. Also wir spielen hier Gothic 2 und wir haben uns überlegt, dass Gothic 2 und Bud Spencer irgendwie was gemeinsam haben, oder? Nämlich die raue Sprache, die wir auch lieben. Fahr mal was ab. Wird noch Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse. Exakt. Und das verbinden wir mit sehr viel Nebel, Rüstung und einer wunderhübschen Frau, die jedes Mal weiter in ihre Einzelteile zerfällt. Sie hat doch alle Reize, die man braucht. Sie hat alle Reize, eine die man braucht. Eine schöne Säule. Du. Eine schmale Hüfte. Ja. Fantastisch. Und ich glaube, wir haben auch kaum noch Zeit zum Spielen, deswegen fangen wir einfach mal an, oder? Hau ihn um! Also, ich mache mal kurz einen Recap von den letzten Shows, die wir gemacht haben. Also, wir sind ja der namenlose Held. Und der namenlose Held war unterm Schotter begraben und da hat er seine ganzen Kräfte verloren. Da wurde er befreit von Xardas und Xardas hat gesagt, ja, da sind schon wieder Drachen, die wir umhauen müssen, helft uns. Trainiere 100 Kilo Hantelbank und dann kannst du wieder mitmischen. Und auf dem Weg, um diese Drachen zu erschlagen, wie es uns aufgetragen wurde, sind wir auf bürokratische Barrieren gestoßen, muss absolut, man so sagen. Ja. Absolut. Man hat uns gesagt, wir haben keinen ordentlichen Beruf und jemand, der keinen ordentlichen Beruf hat, der hat in dieser Gesellschaft offenbar nichts zu sagen. Natürlich ja. Nicht. Daraufhin haben wir Wölfe erschlagen. Wir haben Banditen erschlagen und am Ende haben wir uns zu dem ordentlichen Beruf Schmied entschieden. Ein fachgerechter, ordentlicher Beruf. Ein ordentlicher Beruf. Und letzten Endes haben wir aber gesagt, Schmied reicht uns nicht. Wir wollen Banditen... Wir wollen eigentlich das Meisterwerk der rauen Sprache erlernen. Exakt. Und das haben die Drachentöter am Start. Und wir werden gerade sind auf dem besten Weg, Drachentöter zu werden. Und die Drachentöter haben jede Menge, wie sagt man... So Schlägertrupps unterwegs, denen wir uns entgegengestellt haben in den letzten Folgen. Wir haben Bronco aus den Naschen gehauen. Bronco ist super fertig jetzt mit den Nerven. Ja. Aber da hast du auch lange für gebraucht. Du brauchst ein bisschen Motivation und die hast du auch gekriegt, mein Freund. Ja. Und da hast du es abgeliefert. Ich habe abgeliefert. Der Chat hat geschrien, hau ihn um und du hast es gebracht. Ich habe es gebracht und wir haben hier zahlreiche Mägde und Knechte quasi vor der Ausbeutung gerettet durch die Banditen, die ihr da vorne seht. Und trotzdem wollen wir es den Banditen anschließen. Ist ein bisschen schizophren, ne? Aber ja. Egal. Also die Frage ist jetzt eigentlich,
wie wir jetzt Mitglied des Söldnerlagers werden, also der Fraktion. Und da haben wir so ein paar Aufgaben. Guck doch mal einmal hier ins Questlog, was wir da noch am Start haben. Wir schauen mal ins Journal, oder wie das heißt. Wie war das so? Alter, was haben wir für ein Questlog? Genau, da siehst du halt, was wir noch machen müssen, dass wir da am Start sind. Bisschen Sumpfkraut holen. Also, zum Beispiel Cypher möchte von uns ein paar Stängel Sumpfkraut. Ja, das ist easy, oder? Das ist easy, das versuchen wir mal. Haben wir noch was dabei? Wir haben noch was dabei, wir haben schon was gegeben, aber der Junge kriegt nicht genug. Er kriegt den Hals nicht voll und wir werden jetzt versuchen, ihm noch mehr Sumpfkraut zu besorgen. Oder? Ja, genau. Frag mal ein paar Leute, ob die was haben. Sentenza zum Beispiel ist einer von den Leuten, die uns aufs Maul hauen wollten. Die haben es noch zu dicke in den Armen, deswegen lassen wir es mal lieber sein. Aber wir haben schon den Weg zur bezahlt. Genau. Deswegen lassen wir ihn mal in Ruhe. Gleich kommt Rod, glaube ich. Und von Rod haben wir ja seinen Zweihänder bekommen. Ja. Das ist aber nicht Rod. Nein, nein. Das ist doch alles gerecht. Hier ist er jetzt, doch. Hier ist zum Beispiel Rod. Der ist auch ein bisschen pisst auf uns. Ja, das ist ein bisschen pisst auf uns. Wir haben hier so einen fetten Prügel auf den Schultern, der gehört Rod. Den haben wir ihm geklaut einfach, als er uns angesprochen hat. Wir haben ihn hat. Natürlich doch noch gekriegt. Er wollte halt, dass wir es tragen. Also er ist auch ein bisschen leichtgläubig. Ja, er ist ein bisschen leichtgläubig. Er ist ein bisschen sehr leichtgläubig, glaube ich. Ein ziemlicher Idiot und selber schuld. Jetzt haben wir sein Schwert. Glaubst du wirklich daran? Und woppala. Das Tolle ist, ich höre nur noch Ingame-Sound hier auf der Bühne. Ja, wir können mal den Ingame-Sound ein bisschen runterdrehen. Vielleicht kannst du ein bisschen lauter schreien. Viel lauter geht's auch bald nicht. Den Ingame-Sound bitte ein bisschen leiser, ja. Das muss ich dann machen. Toll, was bist du für ein Arsch? Da muss ich aufstehen, alles leiser drehen, damit hast du ja zu leben. Ja? Also, was wir hier gerade gesehen haben, wir haben noch 13 Lernpunkte. Und diese 13 Lernpunkte, die sind natürlich jetzt pfleglich anzulegen. Und worin investieren wir, lieber Michael? Falls du mich fragen willst, worin wir investieren, dann würde ich sagen, natürlich in die pure Macht, ja? In die pure Macht, das heißt in den Bizeps und in den Zweierkampf. Und wir haben uns sagen lassen, dass hinter dieser Hütte ein weiser alter Trainer rumhängt. Da, ich glaube, ich sehe ihn schon da vorne. Und der wird uns erstmal ein bisschen zeigen, wie man mit schweren Prügeln besser austeilt. Der Name von ihm ist Kord. Sag mir nicht, du hast doch nicht gedacht. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Wenn man beim Billard einen lötet, kann das auch passieren. Ja, das war eine von den tollen Supermatzen, die hat es nicht so gepasst. Doch, hat super gepasst. Okay, alles klar. Ich bin zu drauf. Und ich mach sie nochmal. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. So. Bring mir bei, wie man kämpft. Die waren da. Exakt, das wollten wir. Nur Söldner oder würdige Anwärter. Das höre ich zum ersten Mal. Keine Ahnung, sag du es mir. Ist das wirklich wahr? Okay, ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Naja. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Das heißt mit anderen Worten, du bist ein blutiger Anfänger. Jeder Söldner muss sich auf seine Kameraden verlassen können. Unser aller Leben hängt davon ab. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du hier falsch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, du willst ja besser werden, oder? Frag ihn doch mal. Ja, ich will Söldner werden. Haben wir gerade schon gefragt, ne? Jetzt ja, machen wir mal das vielleicht hier. Vielleicht besser werden und kämpfen können. Bring mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Hast du den Ring des Wassers noch eigentlich? Warte mal. So, stimmt, hast recht. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Laris sagte mir, du könntest mir helfen, wenn ich dir sage, dass ich unter seinem Flügel wohne. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, was sagst du? Was machen wir? Nichts Neues. Naja. Das höre ich zum ersten Mal. Eigentlich, ja, ey, gib mir deine Rüstung. Komm, die wollen wir haben. Das ist die beste Antwort ever. Ich will deine Rüstung.
Noch so ein Spruch und du kannst deine Zähne vom Boden aufsammeln. Hau ihn um, jetzt mach ihn fertig. Provozier ihn! Wer will, dass Michael Reinke ihn provoziert? Hau ihn um, ja! Ja. Der Typ, der uns Zweihandkampf beibringen kann, den sollen wir umhauen. Das muss nicht immer Sinn machen. Alles klar. Okay. Machen wir mal den hier. Du könntest mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Das kann ja heiter werden. Gut, werd's versuchen. Was noch? Das reicht mir. Das reicht mir. Wenn's mehr nicht ist. Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal. Klar? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. So, was haben wir denn jetzt noch nicht gemacht? Naja. Hilf mir, Söldner zu werden. Wir wiederholen uns irgendwie. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Warst du schon bei Torloff deswegen? Nicht wirklich. Mach das erstmal und komm später wieder her. Oh. Okay. Ich speichere mal gerade. Wir hatten jetzt natürlich wie immer die Chance, ihm mies von hinten in den Rücken zu hauen. Außerdem bist du auch unbesiegbar. Unbesiegbar. Wir können ja einmal zuhauen und wegrennen. Was ist das denn für eine fiese Macke von dir, du? Ja, mehr schaffe ich zuhauen nicht. Zuhauen und weglaufen. Entweder machst du ihn fertig, so, oder lässt es bleiben. Ja, das ist der Schwertmeister auf ganz Korinnes. Ne? Ich glaube, wir sollten uns das für später aufsparen. Ja, glaube ich auch. Pass auf, es gibt gleich noch eine Quest, das weiß ich, wo es darum geht, die Söldner der Reihe nach so ein bisschen fertig zu machen. Ich hoffe sehr, dass wir da gleich hinkommen. Okay, das heißt, wo sollen wir als nächstes hingehen? Ich weiß nicht mehr, wer die vergeben hat. Red mal einfach mit den ganzen schönen Menschen. Wir reden mal mit Bodo. Hey, you! Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Entweder frage ich den Chat oder einen vor Ort. Wen müssen wir fragen im Söldnerlager, der uns die Quest gibt, wo wir die ganzen anderen Söldner verprügeln müssen, damit er uns die Stimme gibt von sich selbst? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Das hast du nicht gewusst. Ja, ja. Es gibt eine Quest, da müssen wir allen anderen Söldnern auf die Schnauze hauen. Wer gibt uns diese Quest? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wie heißt der? Einfach alle umklatschen, heißt er. Okay, ich würde sagen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch heute? Bis wie viel Uhr können wir eigentlich? Bis wie viel Uhr können wir? Naja, wir fangen ja gerade erst mal an. Okay, weil wir sollten uns ein Ziel setzen heute, das wir dann erfüllen. Ein einziges schaffen wir vielleicht. Ja. Was? Also, ich muss erstmal weitermachen hier. Komm mal. In der Stadt ist von Bauernaufstand. Da, der Chat ist klug. Unsinn. K.L.U.K. Sagen Sie. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet Jarvis, haben, zu okay. verteidigen. Der Computer von Iron Man kann das. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Ja. So. Der kann das. Wir gehen mal hier der Sumpfkraut. Cypher erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest das genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Sauf doch nicht so viel Mensch, frisst lieber was von dem großen Igel, der schmeckt. Glaubst du, dass Bodo der Sumpfkraut-Dieb ist? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Was glaubt ihr? Ist Bodo der Sumpfkraut-Dieb? Das ist wirklich nicht mein Problem. Natürlich. Da wird doch schon wieder Gewaltpotenzial gerochen. Ja, das ist so ein unscheinbarer Vorstadt-Depp. Das sind meistens die Kiffer, ne? Pass auf. Hier. Her mit dem Kraut. Oder du lernst mich kennen. Hör zu. Alles, was ich habe, ist dieser eine Stängel Kraut. Nimm ihn. Und lass mich in Ruhe. Du weißt ja, dass Onas Söldner auf uns aufpassen, nicht wahr? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Also, mach ja keine Dummheiten. Ich hab mir das schon gedacht. Her mit dem Zeug. Ich glaub dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Das hast du nicht. Ich hab's nicht. Ehrlich. Der lügt doch. Der will was hier. Pass auf. Jetzt gibt's nochmal richtig Hauer mit dem Stühlchen in die Schnauze. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Er hatte das nicht. Okay.
Ich glaube auch. Alles klar. Pass endlich. Auf. Hast du gespeichert vorher auf einem anderen Speicherplatz, ich den du nicht mit Quicksave wieder mal speicherst, so wie immer? Ja, aber pass auf, pass auf. Nein, der ist noch nicht beschriftet. Beschrifte den bitte. Ja, passt schon. Ich hab so viele... Bap. Ah, zack. Nein. Ah, scheiße. Pass auf. Okay. Ich lade nochmal neu, weil... Wir müssen ihn erst... Da kann man mal für applaudieren. Da kann man mal für applaudieren. Ah, das war der falsche. Moment. Da hat er den Quicksave nämlich nicht beschriftet. Und Quicksave war es auch nicht. Den echten Safe hat er nicht beschriftet. Das passt schon. Aber okay, wir haben für heute Abend noch ein weiteres Ziel, Bodo töten. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Okay, pass auf. Bodo tut ja nur harmlos, hat aber eigentlich die Taschen voller Sumpfkraut. Und Sumpfkraut klaut man nicht. Sprich nochmal kurz an. Einmal noch kurz ansprechen, den Boy. Das habe ich noch gar nicht gehört. Normal, ich glaube, der kein Wort. Sprich das normal an. Das haben wir schon gesagt. Ja, der muss doch jemand ausrasten. Ich glaub, der kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Ich hab's nicht. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Man weiß gar nicht mehr. Tja, also wie steht's vielleicht nochmal? Ja, wie steht's denn? Das ja auch. Du Lügner! Er hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind. Ja, komm. Ich glaub wohl, er kann sich alles erlauben. Ja. Wo hast du das denn schon wieder her? Also wir müssen im Grunde warten, bis er schläft, oder was? Sag mir nicht, du hast das nicht. Nein, ich will das jetzt erleben. Ja, aber die anderen hauen ja mit zu, wenn ich ihn angreife. Ganz kräftig dazwischen hauen. Das ist die einzig logische Erklärung auf dieses Dilemma, was wir haben. Auf jeden Fall habe ich sehr große Wut auf Bodo. Ja, du hast recht. Einfach nur, weil ich heute kein anderes Ziel mehr haben werde, außer Bodo umzuhauen. Oder? Der sieht so scheiße harmlos aus. Wir machen Folgendes. Geh doch mal eben in die Küche. Ich weiß jetzt nicht, wo die Küche ist, dummerweise, aber da steht Jarvis. Oder Jarvis. Die Küche ist, glaube ich, warte mal. Ich glaub, und der gibt uns diesen tollen Auftrag. Dass wir nur noch kloppen müssen, das ganze Spiel über. Mann, wird das toll. Meinst du, mir geht es besser? Warte mal. Also hier ist eine Kneipe. Meinst du, das ist eine Küche? Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Ja, lauf mal eben schnell durch, bis du den Kollegen findest. Hier ist aber auch irgendjemand drin, der mir aufs Maul an will. Da ist er doch. Yay. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Das hast du nicht gewusst. So, erstmal nett sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Ich nehme dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Okay. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Das hat er doch vorher gewusst. So, ich mach mal alles durch hier, ne? Ja, mach alles durch, du. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Ja. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Was ich glauben soll. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Oh Mann, das ist eine Laberbacke. Weißt du, was Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Dinos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen. Ich glaube, da kommt keine Quest mehr. Situation ausnutzen.
Doch, doch. Nö. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflaufen. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen können. Das glauben, was man hört. Das war doch schon vorher. Was soll ich machen? Ah, vielleicht doch. Ganz einfach. Hau ein paar von Silvis Jungs um! Okay. Ja, Micha, das ist doch ein High Five wert. Wir haben es gefunden. Komm, wo ist deine Hand? Nein, das habe ich getan. Was ist denn da los? Wir haben ihn gefunden, aber was hast du gemacht? Gib mir sofort deine Hand. Alle haben Durst. Warte. Alle haben Durst. Ja, warte mal, ich muss neu laden. Klatsch mich ab. Ja. Okay, jetzt geht die Escape-Taste nicht mehr. Schnell hinter, alles nochmal durchklicken, weißt du Bescheid, Mensch. Ja, machen wir aber nochmal. Da machen wir jetzt kein großes Fass auf. Ich muss auf die F9-Taste gekommen sein. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Nee, Spiel abgeschmiert. Das höre ich zum ersten Mal. Oh nee, was ist das denn? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich jetzt hier live soll. Vor Leuten geht das auch, dass das abschmiert? Ja, das ich dachte, das ist immer nur im Stream. Das ist immer nur im Stream. Echt? Ja, sorry Leute, ich habe gerade alles ruiniert. Den ganzen schönen Moment. Wir müssen das Spiel jetzt irgendwie beenden. Das hat er doch vorher gewusst. Naja! In dieser Zeit können wir ja nochmal schön in die Hände klatschen. Das ist Rocket Beans Live, yeah. Guck mal, die Leute lieben dich, Micha. Ja. Auch wenn du neu lebst, da liebt dich die Menge. Okay. Bedank dich doch mal. Ich find's auch super. Dankeschön, Dankeschön. Yes. Hey, cool. Jetzt lädt er auch noch ein bekacktes Dateisystem neu. Oh. Das ist auch sehr spannend. Und, War das die Bro-Hymn von Pennywise, oder was? Oh, episches Recap, nein, es ist Windows. Yeah! Erol, die Sau. Da ist er. Weg damit. So, warte mal. Jetzt müssen wir quicksafen, ne? So, gleich geht's weiter. Wo ist denn hier eigentlich deine Apfelschorle? Keine Ahnung, wir haben keine Apfelschorle mehr. Miri! Wo ist denn die Miri? Sorry, sein. Da schreit im Chat jemand, ich hätte einen Tee. Das ist eine... Nein! Oh, ich stand doch die ganze Zeit an dem Mischpult, Mann! Ist ja die Scheiße. Oh, komm schon. Ey, wenn das gleich nicht geht, dann musst du hier breakdancen oder so. Ah, Gott sei Dank. Pass auf, so jetzt. Da sind wieder die Schriftzüge, alles ist cool. Go, rein zu Jarvis da. Rein zu Jarvis. Ja, bla bla bla. Wie ist die Lage? Bla 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 bla. Ich wäre mir da nicht so sicher. Bla 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 bla. Ist raus, was keine Miete zahlt. Ach, ja, bla bla. Ihr habt Feinde nicht, wa? Bla. Jetzt gibt's noch mal richtig Hauer mit dem Stühlchen in die Schnauze. Okay, dann möchtest du eins aufs Maul? Ja, sobald wir eh schon waren. Na endlich! So. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Einen haben wir schon. Wenn du dir aussuchst, ist deine Sache. Ja, Rod, ne? Nur ein kleiner Tipp. Haben wir nicht Fester auch schon? Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Was nochmal? Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter. So, wie sind die Duellregeln? Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Lass mal dem bei sich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. So, so sieht's nämlich aus. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Einen haben wir nämlich schon umgehauen. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Yes! Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Oh yeah! Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von ihnen ordentlich zeigst. So, welche gehören... Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind sechs Männer. Zum einen Silvio selbst... Und seine rechte Hand, Ulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Sag mal, haben wir Rott nicht schon umgehauen? Jetzt geht's aber richtig los hier.
Ja, aber wen hauen wir jetzt um? Ist mir eigentlich scheißegal. Lass uns einfach jemanden umhauen. Ja, aber wir müssen ja die richtigen Leute umhauen. Was ist denn Fragen hier? Wen hauen wir um? Ja, nee, hau ihn um heißt das. Wir haben ja eh schon Rotz Schwert. Haben wir nicht gerade Rotz? Ja, hau es auf. Der hat doch nicht immer mehr ein Schwert. Er ist so absolut wehrlos. Ja, den haben wir von hinten in den Rücken und dann ist alles cool. Dass wir Rott umgehauen haben, Michael. Das macht ja keinen Sinn. Nee, du kannst ihn Fester und Rott. Ah, okay. Wer fehlt aber denn du noch? Kannst ihn ja aus reinem Verlangen nochmal einen überbraten. Okay. Er kann sich ja nicht wehren, er hat keine Waffe. Es ist ja nur fair, wenn du ihm einen überbrätst. Irgendwann muss das ja so kommen. Ja. Vielleicht so als Trainingskampf. Ist ja so ein bisschen wie beim Boxen. Das ist der erste Showkampf. Den werden wir ganz klar gewinnen, denn Rott hat ja keine Waffe mehr. Ich kann halt nicht einfach das Schwert ziehen, weil dann hauen die mich alle doch, um. Doch, natürlich. Da. Und jetzt Rott. Das war's. Okay. Das. Du hast den anderen auch getroffen, so was Dummes. Ah, shit. Hau ihn um! Hau ihn um! Hau ihn um! Yes! Dieser Mach schon! Ich kann euch nicht hören! Dieser Mach schon! Ja! Dem hast du's gezeigt! Nein! Nein! Okay, das ist wirklich dumm, weil wir haben ihn schon mal besiegt, aber ich dachte, du machst das jetzt eben ganz leicht. Ich wollte nee, da ist wieder voll erhältbar und ich wollte dich nicht Schwert vorführen. Nein, ist alles cool. Wir haben noch genug zu kämpfen, an dem der jetzt fehlt. Wen greifen wir jetzt an? Hast du aufgepasst? Okay, das war fürs Erste natürlich sehr schlecht, aber Micha, du kannst es schaffen. Wir nehmen den nächsten. Und bis dahin, du bist der Beste. Yes. Gehen wir in die Werbung oder was? Wie, wir gehen in die Werbung oder was? Ja, wen sollen wir jetzt angreifen? Ich habe gar nichts gesagt, dass wir in die Werbung gehen. Ach so, hab ich so verstanden. Ich verstehe nicht so viel. Wollt ihr eine Werbung haben? Okay. Also, was willst du überhaupt? Okay, dann fragen wir uns rum, wen wir umhauen können. Nein. Ganz kräftig dazwischen hauen. Also ich weiß es nicht mehr. Torloff, lass mal lieber in Ruhe, oder? Was willst du von mir? Glaubst du wirklich daran? Okay. Was kann der denn? Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich habe was anderes gehört. Ja, was machen wir? Ich weiß gar nicht, was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Der Classic Reinke. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Ich hab mir das gedacht. Ist das wirklich wahr? So, was machen wir jetzt? Wir müssen zurücklaufen, wir haben uns scheinbar beide nicht gemerkt, wer Silvius Männer sind. Wer war hier vorne denn? Wie hieß der Typ? Alle mit Namen kannst du auf jeden Fall prügeln hier. Nee, eben nicht, man muss sie herausfordern. Das war genauso, wie das ist das Problem. Cypher, rede mit dem Bodo. Bodo will nicht. Nö. Wir müssen nochmal fragen. Nein, nein, geh mal zu den Leuten da, geh mal zum Cypher da. Cypher ist der mit dem Sumpfmaut. Okay, okay. Dann geh zu, wo ist Raul da? Raul. Okay. Oder Wolf? Nee, Wolf war es nicht, der ist nett. Das ist doch ja, nee, Rott nicht, da links weiter runter. Raul, okay. Ja, der will doch dicke. Der will doch dicke was abhaben, du. Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Hey, was willst du schon? Ja, fährt keiner uns mehr. Aber warte mal, den haben wir doch auch schon umgehauen. Das kann ja nicht nee, da haben wir das probiert, aber der war nicht so einfach und da hast du dich nicht mehr getraut. Ich wundere mich aber gar nicht. Okay. Ich glaube, ich hau dir mal. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu. Okay. Ah! Oh, shit. Der kann aber. Wehr dich! Zeig sie! Vorsicht, Tarkway! Mein Gott, ein Zeig-Team! Wer ist alles mega erregt? Wem hast du es gezeigt? Ich bin mir da nicht so sicher. Ein Schlag. Tut mir leid, ich darf Michael nicht ablenken. Das sagt er mir auch immer im Keller. Immer wenn ich was sage, wenn er kämpft, dann kann er nicht mehr. Nein, wir dürfen nur keinen einzigen Treffer einstecken, weil wir so ein Lulli sind. Das ist unglaublich. Ey. Okay. Wir genau, machen es mit, so mit der alten Speichermethode nach jedem Schlag. Alles klar. Die klassische oldenburgische Speichermethode. Pass auf. Nein, wir dürfen hier nicht so angreifen. Das ist feige. So, warte mal. Raul. Was? Das interessiert mich nicht. Wo hast du das denn her? Du hast keine Zeit. Kaufst du uns auch zwei zum Abklatschen? Ja, bitte, was möchtest du?
Okay. Ja, 8 Euro. Gold, das ist schon mal... Lass anschreiben, auf welches Namen. Okay, wir haben eine Aufgabe für heute. Endlich. Können wir nicht Folgendes tun? Hat uns jemand ans Bein gesetzt? Warte, ich habe eine Idee. Der Rotz, ja? Also erstmal gucken wir mal deine Skills an. Wir haben doch noch total viele Lernpunkte, oder? Ja, aber wir haben keinen Lehrer für Zweihänder. Wir können sie nicht verbraten. Okay, wir können Rotz das Schwert wiedergeben. Dann haben wir kein Schwert mehr. Und die Axt bringt uns gerade nichts, ja? Nope. Ja. Wir können höchstens noch mehr Stärkepunkte investieren, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Ja, das ist ja Quatsch, ne? Ich glaube auch. Wir müssen es weiter versuchen. Oder trainieren, aber wir machen es einfach lieber weiter. Wir machen es weiter. Wir trinken dabei ein paar Bier. Und nach jedem Schlag trinken wir ein Bier aus. Leute, das wird mega spannend! Ja! Okay. Ja, wir haben richtig gute Chancen, dass wir es schaffen. Das wird super. Guck schon. Also, Schlag speichern, Schlag speichern. Was willst du schon? So. Ich glaube, das wird auch keiner mehr hören. Nein! Was, was war das? Was war das? Das macht mir Spaß, das Spiel anzugucken gerade. Wo war das? Wo war das? Vor allem Zweihänder Anfänger, das wird super. Das ist so unglaublich aufregend. Yes, Micha, High Five! Wow! Yes! Okay. Dabei klingt der Name so weich. Raoul. Lieber Chat, hey, wirklich, ich brauche euch da. Hier. Wo kann man sich denn nochmal schön prügeln, wo es ein bisschen leichter ist? Ich glaube. Oder wo kann ich was lernen? Zweihand. Ohne dass Rotters macht. Alter, zieh dein fucking Schwert. Zeig's ihm. Schlag zu. Schlag zu. Okay, speichern. Das war Step One, yes! Zweiter Level, Micha! Woo! Okay. Da. Oh. Ein Applaus für Flo! Er kann es machen! Warte doch nicht im Set. Du musst hier stehen bleiben, natürlich. Nein! Jetzt hat er wieder den anderen gehauen. Er hat den anderen gehauen. Okay. So ist gut. Bier? Wie? Bier. Apfelschorle. Warte. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Warte. Halt mal jemand beim Bier. Ja. Der will mir aufs Maul hauen. Vorsicht, so passieren Unfälle. Ja, halt mal. Nein. Ja, ich kann nicht hauen so. Was soll? Guck mal, eine Anrichte. Ja, nimm. So, pass auf. Ich werde mich hier nicht. Bratz. Hast du ihn schon getroffen? Nein. Kannst du ihn nicht so glitschig da an der Mauer da festhalten? Ja, das ist doch super. Da bleibt er stehen. Ah, oh, da hab ich schon wieder getroffen. Yay. Ist das wieder eine weitere Runde für Michael Reinke, meine Damen und Herren? Jawohl. Nein, wo bin ich? Wo bin ich? Hier, neben mir. Nicht mal, hier ist eine Mauer. Neben Michael Krogmann. Weiß gar nicht mehr. Oh. Aber ich kann ja jetzt laden. Hey. Warte kurz. Ich glaube, für Story ist der Abend auch irgendwie zu... Zu hektisch? Ja, was auch immer. Zu laut, zu alles. Zu schnell was aufgebaut. Viel von allem. Nein! Micha, nimm das wieder weg. Das soll man nicht sagen. Okay. Das ist... Da bist du nicht schnell genug. Jeder glaubt an dich. Falschen Speicherstand genommen. Ja. Im Chat schreibt jemand 10 Jahre später, natürlich dauert das jetzt. Das dauert es richtig. Aber was gut ist, das muss immer ein bisschen, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und hier bin ich schon mal ganz verkehrt. Hör auf zu reden. Warte mal. Du musst dich konzentrieren. Ja. Wow. Schön in die Ecke, gepflegter Rape mit Micha hier. Fantastisch. Und da liegt er wieder. Aber wir sind immer stolz auf dich heute. Warte mal, 23 Uhr. Wo ist der neueste Meister? Wie bei Werner, weißt du? Und der große Meister will nochmal. Oh, da ist er wieder. So, wir müssen hier raus, weil wir sind in der Sackgasse. Ne? Da hast du aber nicht gespeichert, oder? Du kannst doch da an ihm vorbeilaufen, oder ja, nicht? Ja, ich muss jetzt da irgendwie... Wow. Genau, und da raus. Easy. So, alles klar. Und zurück. Du musst dir diese Glitches zu... Sag mir nicht, du hast... ...zu Hilfe nehmen. Ich hätte doch nicht mehr. Warte mal. Getroffen. Moment. Ja. Okay. Es ist ein Spektakel, sondergleich. Mach einfach weiter. Zeig's ihm! Wenigstens kommen diese Schnitzelhammergeräusche schön satt. Ich liebe das.
Da kommt richtig schönes Schwarzwald-Feeling auf. Oh, hast du den gesehen? Ja, war nicht schlecht, vielleicht würde ich mal speichern. Du blockst doch, das war super. Ich wusste gar nicht, dass du was kannst blocken. Ja, klar. Vorsicht! Schlag zu! Hoppala, und speichern. Runde 3! Ich tippe es auf 10 Minuten, dann ist das Thema durch. Ich zeig's ihm! Nee, da musst du jetzt laden, das ist zu Gib viel, alles. Oder? Ja, egal, musst du wissen. Ist egal, wenn er mich trifft, bin ich eh hinüber. Ja, okay, dann ist egal. Nee, dafür kriegst du keine Runde, keine neue. Oder? Ja, da klatscht. Na, nee, noch nicht. Gib alles! Ja. Mach mal so eine Matz kurz. Diese hier? Alles raus, was keine Miete zahlt. Ach, genau. Ja, das waren die Saufmatzen. Ja, die ist auch super. Warte, warte. Da musst du. Speicherst du wirklich? Ja, klar. Läufst du ein bisschen weg und haltst dich kurz? Na. Das ist der klassische Reinke. Speichern in aussichtslosen Situationen. Da kommen wir schon irgendwie rausgesprungen. Moment. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben schon so viel durchgemacht, wir beide. Jawohl. Willst du dich wirklich nicht kurz... Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt mal kurz hier ins Menü geht? Ah, was zur Hölle? Man muss richtig aufpassen, was man so rumerzählt. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. So, wir wollen was sehen, Leute. Ach, Mann. Jetzt frage ich mich, wen habe ich gemeint? Naja. Ach, verfluchte Scheiße. Gib mir mal so ein Bier. Sag mal, weinst du... Oder ist es der Regen? Ach, scheiße, ich darf bloß erst... Er muss das ja besser wissen. Haar für heilen, Haar für heilen, Haar für heilen. Ist das jetzt ist das eine Trollerei hier? Kann man sich wirklich so schnell heilen? Ich hab da was gelesen, stimmt das? Drück schnell Haar, ich drück Haar für dich. Haar stimmt für das? Heilen? Ist es Haar? Nein, das glaube ich nicht. Haar für heal? Nein, stimmt nicht. Welche Taste ist denn das? Die gibt es doch. Lass mal gerade. Wie muss man noch irgendwie ins Menü kommen? Ah, shit. Okay, heilen können wir uns nicht. Ja, okay. Wir kriegen den Kleinen gehauen heute. Also entweder. Ja. Ich motiviere dich so sehr, dass du das schaffst. Oder wir müssen kurz noch irgendwie leveln, das hilft nichts. Ne, wir sind jetzt mittendrin im Kampf, wir machen heute nichts anderes mehr. Ihr habt den Meister gehört. Verhaltenes Klatschen ist genau richtig. Der Großmeister. Guck mal, da will er. Angehender Drachentöter. Michael Reinke. Ich möchte sehr gerne das miese Schwein Raul am Boden sehen. Ah. Und ich sage ganz klar, ja, das ist der richtige Weg. Oh, ich hab ihn erwischt. Aber heilen, das ist nicht dein Ding, ja? Also irgendwie noch? Ich kann ja nicht heilen. Wie denn? Ja, weglaufen ein bisschen. Okay, ich lauf mal weg jetzt. Ja, mal ein bisschen weg. Aber dann heilt er sich doch auch, oder? Nicht so sicher. Ja, wahrscheinlich. Ist das wirklich selbst? Ich speichere mal lieber nicht dann. Nee, nicht speichern. Bleib stehen, du Lump! Hast du nicht gewusst. Okay. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Ah, da kommt der. Oh! Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das ist doch eine Also Michael sucht den Kampf im offenen Feld. Bleib stehen, du Lump! Da ist er doch weg, oder? Okay, jetzt schnell was essen. Oh, jetzt aber. Jetzt heilt er sich, richtig? Jetzt heilen wir uns kurz. Ja, wenn er sich jetzt aber auch geheilt hat, ja? Wir haben gar keinen Alltag mehr. Dann ist doch so ein bisschen Käse und so ein bisschen Fleisch. Ja, dann müssen wir jetzt aber 27 Keulen fressen. Ja, also wahrscheinlich heilt er sich. Was? Micha, du hast hier ganz viele Leute, die dir zuschauen. Ja, ich... Und genau, jetzt motiviert der Michael Reinke doch mal. Jetzt habe ich doch hier Besuch. Okay, wir checken jetzt mal, ob der Typ sich auch ein paar Haxen reingeballert hat. Hast du denn keinen Feuerball, Junge? Ich will ihn doch töten. Die Mordlust ist doch da. Warte mal. Okay, ich habe gerade gelesen, die H-Taste funktioniert wirklich, wenn man Heiltränke hat. Was? Ah, da ist er doch. War er das? Ja, klar. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Guck mal! Fackel ihn ab, die Sau! Hör auf mit dieser Magie-Scheiße! Bleib stehen, du Lump! Nee, der ist wieder voll. Scheiße, Mando. Und laden. Du musst es ja besser wissen. Du willst es wirklich mit dem bisschen an Heilung noch schaffen, ja? Okay. Ist egal, er haut uns ja eh mit einem Schlag um. Okay, das ist natürlich in Ordnung. Genau das habe ich gesagt.
So, wir haben genug Zeit für Stand-Up-Comedian-Programme nebenbei, glaube ich. Hau mal was raus. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Stand-Up-Programm von Michael Reinke. Ja, nicht von mir, von dir. Ah, jetzt pass auf. Nichts dran ändern. So, okay, du musst da wirklich nach jedem Hit speichern, ja? Ja, das mache ich, ich bin dabei. Okay, cool. Schaffen wir. Bleib dran. Dem hast du es gezeigt. Okay, pass auf, das muss ich lesen. Ich hab was zum Lesen entdeckt. Lies mal was vor. Also, links neben Torlauf in der Kirche, ja? Da gibt's jemanden, den können wir umhauen. Und der ist gar nicht so schwer. Der hat nämlich das Sumpfkraut, das ist so ein alter Lump. Ist die Frage, ne? Was? Also, das ist jetzt sehr schwierig, dass wir das schaffen, das ist klar. Ja. Das ist für mich schwieriger als das letzte Mal, weil wir sterben ja permanent schon mit dem Safe Game. Wir können nicht reden, sprich mich nicht an. Okay. Ich muss mich hier konzentrieren. Das bedeutet, entweder du haust ihn jetzt um, was nicht klappen wird. Genau. Alter, ich glaube, ich habe irgendwie einen falschen Speicherstand. Ah, das sieht ganz schlecht aus. Pass auf. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Da haben wir uns übernommen. Oder? Da kannst du eh nichts. Ich glaube schon. Er wusste es ja besser. Das liegt doch da. Mein Gott. Die Haut. Hör nicht auf! Nee, da nicht. Du bist gerade. Speichern. Oder was? Classic Reinke! Da bin ich wieder raus. Also. Meine Meinung. Irgendwann kriegen wir mal einen kritischen Treffer. Glaubst du wirklich dabei? Mein Gott. Critical Hit, meine Damen und Herren! Da war er. Yes! High five! Ja, yeah, darf man nur noch. Jetzt klatschen wir doch mal richtig in die Hand, Mann. Warte, was ist denn da los? Fertig. Du, oh mein Gott. Das wird so spannend. Mit null Lebensenergie will er ihn fertig machen. Denn er hat es ja nicht anders verdient. So sieht's aus. Oh, da habe ich schon wieder erwischt. Moment. Ja, so ist gut. Was ich glauben soll. Mama, sag mir nicht, du hast doch. Ah, verfickt. Schön in die Ecke und jetzt mach ihn fertig da. Wo bin ich denn da? Nicht tanzen. Na, ja, okay, das kann nicht funktionieren. Oh. So, wo ist der neueste Spielstand? 43, 44. Ey, aber das gibt mir Mut. Das gibt mir neuen Mut, dass dieses Let's Play heute Abend das Beste aller Zeiten wird, Micha. Es ist jetzt schon so unglaublich krass. Guck mal, wie motiviert du bist. Ja, das nagt so ein bisschen an der. Oh, shit. Steck die Waffe weg. Jetzt müssen wir alle wieder ruhig sein, ja? Okay. Okay, Moment, ich muss mich kurz mal hier. Weg damit, oder? Was? Passt dir eine? Nee. Na, Alter, du kleiner. Ich habe uns, damit wir die Spiele hier nicht reinlassen. Ich ja? Weiß gar nicht, warum er sich so aufregt hat. Oh, verfickt. Ich muss laden. Ich kann ihn. Lass dir das eine Lehre sagen. Genau so, wie du sagst. Ich hol gleich aus, du! Micha. Micha. Bisschen Nebel? Ach, komm schon. Für die maximale Epicness? Das ist wie bei Rocky, weißt du? Ich stehe halt wirklich immer wieder auf. Runde 15, Gesicht zermatscht. Das ist scheißegal. Kann nicht boxen, aber ich mach weiter. Okay. Steck die Waffe weg. So, wieder freigesprungen und weiter geht's. Endlich die scheiß Waffe weg. Wieso? Wir haben ja ein Duell, du Ficker. Ich warte so sehr auf den nächsten Critical Hit hier. Jetzt kommen die alle an. Was ist denn da los? Wieso denn? Was ist denn da passiert? Oh nein. Ich bin maximal gehypt gerade. Ich hoffe, der Spielstand ist jetzt nicht ruiniert. Wie heißt das Spiel? Das ist ja fantastisch. Die bekackten Bauern sind jetzt sauer auf uns. Weg mit der Waffe. Lauf schnell weg. Schnell weglaufen. Ja, spring da weg, du. Okay, wo jetzt, ist hier? Jetzt raus da mit der Waffe, du. Aber du weißt, was du machen musst. Das ist gut. Ja, nicht, dass er gleich wieder geheilt ist, ne? Wenn ich noch ein Stückchen laufe. Nein, das ging ja eben auch nicht zu weit halt. Ein bisschen von den Söldnern da weg, das passt doch schon ganz gut. Ja. Was zur Hölle? Was ist das? Weg damit. Gold. Ja, wie? Meinst du, man weiß gar nicht. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Okay, laden. Ich hoffe, mit laden geht's. Nee, warte, das brauchst du nicht machen. Das Shift-Click, Place. Load Level. Das welche ist Taste ist das? Welche müssen wir drücken? Na, was zur Hölle ist jetzt? Wir müssen das Spiel beenden. Nein, wir müssen nicht, das ist doch nur eine Taste, die du drücken musst. Ja, aber welche? Press Space.
Weiß das denn niemand? Drück mal eine Taste. Drück mal hier so ein L. Drück mal F. Drück mal so ein F. Drück mal so ein F. Drück doch mal F im Chat. F, F, F. Ja, Mann, bist du dumm? Die im Chat müssen das machen. Ach so. Aber, drück mal Leertaste hier. Nein. Drück mal Z. Spiel neu starten. Nein, nein, nein. Das wir, ist haben doch, wir haben doch gespeichert. Du bist wahrscheinlich auf die F-Tasten hier gekommen, du. Hier, da. Ja, F11 kenne ich. Ja, pass auf, du. Gleich ist weg. Pass mal auf. Drück mal hier weiter. Alt F4 ist ja, nichts ja. Gutes. Alt F4 hätte ich auch gleich gemacht, dann geht das Spiel aus. Aber das will ich ja sogar. Pass auf. Krogi. Erzähl mal deinen Lieblingswitz. Mein Lieblingswitz? Ja. Nee. Das ist immer schwierig, wenn man so auf Druck Witze erzählen muss. Ja, ja an irgendeinem. Aber kennt ihr den Unterschied? Kennt ihr den Unterschied? Wer kennt den Witz? Zwischen Bungee-Jumping und Tennis! Kennt ihr den Unterschied zwischen Bungee-Jumping und Tennis? Was? Was? Ich kenne ihn auch nicht, erzähl. Kennt einer den Unterschied zwischen Bungee-Jumping und Tennis? Kommt schon. Einer muss ihn rausholen, bitte, bitte. Wer kennt ihn? Ja? Beim Bungee-Jumping gibt es nur einen Aufschlag, du! Yes! Einer meiner besten Witze! Ah, den hast du selber erfunden, oder was? Nein. Da wurde ich angerufen, nein, Gunnar wurde angerufen, weil wir müssen reden. Und da wurde mir der beigebracht, quasi indoktriniert. So, wo waren wir stehen geblieben? Halt mal mein Bier. Alter, das ist ganz schön laut. Okay. Wie war das? Weglaufen? Julian, ich kann dich nicht verstehen. Du verstehst mich nicht, ne? Ne, echt nicht. Ah, scheiße. Echt laut gerade hier mit dem Lautsprecher da. Komm schon. Oh, Recap. So, gleich geht's weiter hier. Der Ladescreen, der sieht gut aus. Lauf weg, du! Und weg bin ich. Selbes Spiel wie eben. Ich sag gar nichts mehr. Ich guck mir das jetzt an, bis wir wieder einen Critical Hit haben. Ich muss ja erstmal aus der Kuhle raushüpfen hier. Steck die Waffe weg. Ja, bitte? Du bist also, pass mal auf. So, wie du aussiehst. Kannst du mal... Micha, mach mal eine Pause. Mach mal eine Pause. Nein, ich kann gar nicht pausen. Wieso? Okay. Nein, okay, mach weiter. Das Witzige ist jetzt, ja? Timo. Komm mal bitte ganz kurz. Das Witzige ist nämlich, wir haben gar kein Ingame mehr. Aber meinst du Bild oder Ton? Wir haben gar kein Ingame-Bild mehr, Micha. Wieso? Wie kann das denn sein, du? Im Ernst? Kann man einer daran rumfummeln, so? Ich weiß nicht, was muss ja gehen eigentlich. Einmal rein und raus? Das klassische Rein- und Raus-Spiel? Ja, warte, halt mal fest hier. So, der Krogmann versucht sich an dem klassischen Rein- und Raus-Spiel. Er war noch nie Sieger bei diesem Spiel. Er ist blutjung und unerfahren. Aber er macht es mit viel Gefühl. So, schauen wir doch mal. Kein Signal. Fenstermodus. Und jetzt vielleicht noch Alt-Tab. Und bam. Da ist das Bild zurück, oder? Nein? Ja, aber das kann ich nicht. Kabel reicht nicht. Muss so. Also Timo, du willst mir jetzt wirklich sagen, dass das Ingame weg ist. Einfach so. Und ihr baut hier ab und einmal ist es pass weg. Pass auf, jetzt habe ich eine Aufgabe da für dich. Da kann ich keinen Zusammenhang kein herstellen. Kein Bild mehr, deswegen musst du beschreiben, was passiert. Wie ein Sportansager, weißt du? Okay. Alles klar, wir kämpfen weiter. Keine Macht wird dieses Let's Play stoppen können. Nein, wir spielen auch ohne Bild. Denn das ist das Beste. Ja. Lauf, lauf, lauf. Zieh dein fucking der namenlose, nein, nicht der hosenlose Held. So, und da läuft. Ist auch schon Rod und kommt auf uns zu. Er hat doch noch eine Hose an. Ich bin nicht so sicher. Da ist er läuft. Schon. So, wie, ihr habt alle kein Bild noch nicht mal hier, das ist ja ganz traurig.
und er haut dem Raul einen rauf. Ach, verflucht. Und wir sind ja gestorben. Ich werde das nicht kommentieren, wenn wir sterben, oder? Ich doch, immer, auch das. Muss mit rein. Nicht nur, das ist heute das erste Let's Play, was wir mit Publikum haben. Nein, wir spielen es sogar blind. Ja, es wird ja immer besser hier. Das ist ja fantastisch. Nichts kann uns stoppen, Freunde. Kommt doch alle hoch hier. Wer will hochkommen? Guckt mit mir. Komm hoch hier, wir gucken das jetzt hier oben an. Ja, ist doch scheiße sonst. Ja, echt. Wie ist denn das sonst? Das ist kacke sonst. Stell doch eine Kamera. Ey, Timo, stell eine Kamera da drauf. Heute machen wir alles analog. Ist doch egal. Okay, ich stehe genau vor. Hat denn keiner ein Handycam? Mach doch eben dann was an. Ist doch egal. Die zweite. Echt. Oh nein, genau vom Heuballen. Verfickt. Jetzt hast du richtig Druck im Nacken, ne? Richtig Druck im Nacken hast du jetzt. Aber das ist scheißegal. Denn niemand kann wen stoppen. Was? Ich versuch's. Wen kann niemand stoppen? Oh, niemand kann ihn stoppen. Wer? Da liege ich wieder nieder. Stoppen. Warte mal. Wir müssen nochmal neu laden. Oh, be careful. That was close. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Den Hallo, Leute. Oh, im Sprung hat er mich weggeholt. Unsere Wahnsinnsfahrt. Oh Mann, ey, das ist echt so müßig. Aber ist mir egal. Ich hab es läuft richtig gut. Das ist das beste Let's Play, was ich je gemacht habe. Ja. Und so geht es jetzt immer weiter. Ey, jetzt feuert ihn doch mal an. Hey! Warte, gleich. Wenn ich wieder tot bin, kannst du mir einen geben. Lauf doch, komm doch an, Flo. Doch mal Flo, komm ran hier. Oh. Let's Play abbrechen, nicht mit Krogmann, ne? Nein. Nicht mit Krogmann. Nicht mit Krogmann. So sieht's aus. Denn ich sage, Live Let's Play ist nur einmal im Jahr. Steck die Waffe weg. Live. Wo hast du das denn schon? Okay. Also Leute, wir machen Folgendes. Ihr könnt jetzt den Ton über Twitch holen, über Rocket Beans TV. Und bei Facebook Live holt ihr euch das Ingame-Bild, ja? Das wird super. So sieht's aus. Irgendwie kriegen wir das schon. Ein Applaus für Steffen, bitte! Jawohl! Yes! Oh. Und einer der besten Performer in der Gothic-Szene. Und ich rede nicht von der Musikrichtung. Nein. Michael Reinke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin schon wieder 50 Mal gestorben in der Zwischenzeit und schon wieder, yeah. Der beste Aufsteher. Das ist schon mal meins. Warte mal, da fällt mir doch was ein. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Willst du mal da drauf drücken? Da dann den Nebengehauen und zack geht's weiter. Da bist du wieder back in the game, Michael Reinke, meine Damen und Herren. Ich hab ihn getroffen. Er Applaus. Hat ihn getroffen, hat er gesagt. Jawohl. Und, was ist los? Double. Yes. Ja, Mann. Woo. Geil, weiter geht's. Und weiter geht's. Da kommt er wieder an, der Spassi. Und ich hab ihn schon wieder getroffen, ey. Ja. Okay, weiter geht's. Au, der Raul. Da tanzt er mit dem. Ja. Oh, und schon wieder. Oh. Da war er wieder! Hau ihn um! Sergeant! Hau ihn das ist um. Nur für dich, Sergeant! Hau ihn ja. um! Ah, nein! Oh. Okay. Wir haben ihn gleich klein. Gleich ist die Sau weg. Viele kleine Bisse in und den Arsch. Werden wir so abfeiern hier, das glaubst du gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Da kommt er wieder an. Fühlt sich geil, weil er eine fettere Rüstung hat als wir. Und da sind wir schon am letzten Drittel eines Machtkampfes. Oh. Yes. Ach, das ist so aufregend. Ja, komm schon. Nein, da kommt ein scheiß Baum. Scheißegal. Ich seh nichts. Verfluchte Axt. Oh!
Das schaffen wir heute noch, oder? Ja! Ja. Nicht ansprechen. Ah, siehst du, das passiert dann. Ah, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Nein, ja. Nein. Und da wird nochmal schnell die Apfelschorle durchs Bier gereicht. Gib mir mal auch so eine Apfelschorle, bitte. Nein, er wird... Nein. Nein. Das ist nicht Drunken Masters. Der pariert aber auch wie so ein... Lulli. Wie so ein Lulli. Ja, komm. Hast du Sodbrennen? Du siehst so sauer aus. Den hatten wir schon. Du siehst gut aus. Heute schon gekotzt? Auch den hatten wir schon. Hast du den Pizza im Horchlappen? Ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Ne? Ja, okay. So, Freunde, ja, den haben wir noch nicht. Reinke, ihr wollt! Ah, jetzt war ich so abgelenkt. Ja, verflucht. Alle im Chat, also wir haben ein Live-Ingame-Bild. Natürlich haben wir das. Ausgelagert. Bei Facebook Live. Ihr müsst Sachen kombinieren heute, das ist ganz easy. Oh, ich hab ihn erwischt. Und er hat ihn erwischt, meine Damen und Herren. Oh. Hey. Wir sind nur noch zwei Critical Hits davon entfernt. Komm schon. Oh nein, Felskante. Ja. Yeah. Schön Schranz. Oh, ich hab ihn erwischt. Was soll das? Du Verfechter. So können wir nicht arbeiten hier. Reicht dem Meister! Ja. Schön geblockt, ohne dass man gemacht hat. Schon wieder schön geblockt, ohne. Das war doch nicht! Das war was ist das für eine Scheiße? Manu! Ihr habt doch auch gesehen! Ohne Witz, ey. Da ist er fast down gewesen. Ey, wir hauen den unten rum, ne? Wir hauen den unten rum. Wir ziehen auf jeden Fall. Die Nebelmaschine, guck mal drauf da. Ja. Tun weh, ja. Oh. Ja! Der ist ja fast dabei! Meine Damen und Herren, Michael Reichel schafft es heute noch! Jawohl! Hier, klatsch mich ab! Klatsch mich sofort ab! Nicht. Jetzt klatsch wieder mal in die Hand, du! Nur für den Sergeant! Okay. Ja! Sergeant, das ist nur für dich! Und für alle anderen auch! So, wieder im Spiel und ah. Oh. Und schon haben wir es gleich geschafft. Yes. Nein, was macht der? Was zur Hölle, wo ist er? Okay, einmal zum Ende die Musik aus. Wir brauchen noch einmal kurz Ruhe zum Ende. Geht das? Ah! Yeah! Husteman! Yeah! Wow! Ich hab einen nassen Schritt, aber Husteman! Wir wollen ein neues Bier haben! Das Bier ist umgefallen! Dann möchtest du eins aufs Maul? Ja! Oh, ist das angenehm! Ich kann dir ja mal deine Zähne einsetzen. Oh, ist das angenehm! Warte gleich nochmal und zack! Ja! Yeah! Oh, warte mal, pass auf, das kann man immer wieder machen. Der steht wieder auf und kriegt wieder eine rein. Ich bin richtig feucht geworden davon. Raoul, wie geht's dir so? Unglaublich, Leute. Ja, komm. Was soll denn das? Komm, ich helf dir auf. Das darfst du natürlich nicht passieren, ne? Da hält er sich den Bauch. Hoppala, da ist mir das Schwert ausgerutscht. Oh! Okay, Leute. So, pass auf, ich geh mal hoch hier. So, jetzt schauen wir mal, was er dabei hat. Der hat auch eine Menge Sumpfkraut dabei. Nichts zu holen. So. Was hast du vor? Einmal ein Foto mit Marc. Mit allen. Komm, mach mal ein Foto hier. Komm, ich setz mich kurz wieder hin. Darüber reden wir noch.
Könnt ihr mal alle richtig euch darüber freuen? Reden wir noch. Freut euch mal. Yeah! Dieser Hurenbock, Alter. Na endlich, können wir uns endlich mal freuen heute. Das war ja auch so ein langweiliger Abend. Der Papa und hat endlich die erreicht. Und ich glaube, so werden wir es irgendwann auch mal mit Erol machen, oder? Krogi. Erol. Wollen wir jetzt noch mal kurz zu Erol laufen? Nein. Das war super bislang. Wir müssen das jetzt, glaube ich, also das war doch fantastisch. Ich bin gerade so im wir könnten den niederringen, weißt du? Nein, okay, wir hören auf. Alles gut. Leute, hattet ihr Spaß? Ja! Micha, hattest du Spaß? Ja, schon. Ja, gut, das reicht mir. Leute, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir hatten viel Spaß, schöner Abend heute. Danke an Timo und die Regie, dass sie noch nicht abgebaut haben. Ne, sonst hätten wir jetzt aufräumen müssen. Und es war's. Vielen Dank. Tschüss zu Hause.